Servus, meine Lieben. Stadttauben sind verwilderte Haustiere und haben unverdienterweise einen schlechten Ruf. Deshalb möchte ich in der heutigen Folge die häufigsten Vorurteile über sie entkräften und euch wichtige Tipps geben. Erstens, Tauben sind kein Gesundheitsproblem für die Menschen. Als Krankheitsüberträger sind sie nicht gefährlicher als andere Wildvögel oder Ziervögel. Zweitens, ja, Tauben machen Dreck. Sie setzen etwa jede halbe Stunde Kot ab. Wenn sie artgerecht mit Körnern und Samen ernährt werden, ist dieser fest und etwa so groß wie ein 10-Cent-Stück. Minderwertiges Futter wie menschliche Essensreste führt dazu, dass der Kot grünlich und flüssig wird. Drittens, verzichtet auf weiße Hochzeitstauben. Dieser Brauch ist mit viel Tierleid verbunden. Zunächst werden sie aus ihrem Heimatschlag entnommen und müssen in kleinen Käfigen ausharren, was sehr stressig ist. Wenn die Tauben freigelassen werden, finden sie oft nicht nach Hause. Manche verhungern, andere schließen sich den Stadttauben an. Aufgrund des weißen Gefieders fallen sie häufig Greifvögeln zum Opfer. Wenn ihr eure Hochzeit mit Tauben feiern wollt, meldet euch als Freiwillig X zur Mitarbeit bei einem betreuten Stadttaubenschlag. Viertens, Maßnahmen zur Taubenvergrämung wie Metallspikes oder Netze führen häufig zu schweren Verletzungen und zum Tod. Oft verhungern Tauben, die sich in einem Netz verfangen, qualvoll. Fäden und Schnüre können sich um die Füße der Tauben wickeln. Das ist schmerzhaft und der Fuß kann absterben. Wenn ihr ein verletztes oder geschwächtes Tier seht, sichert es in einem kleinen Karton und kontaktiert die Wildtierhilfe. Weitere Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung. Fünftens, ein Fütterungsverbot führt dazu, dass Stadttauben Hunger leiden müssen und gezwungen sind, nicht artgerechtes Futter wie Essensreste zu fressen. Auf die Anzahl der Nachkommen hat das Futterangebot keinen Einfluss. Tauben wurden von Menschen so gezüchtet, dass sie sich unabhängig vom Nahrungsangebot bis zu 6-mal im Jahr paaren. Trotzdem sollten Tauben nicht unkontrolliert gefüttert werden. Sechstens, engagiert euch für ein Verbot des Brieftaubensports. Taubenwettflüge verstoßen gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Für Wettflüge werden die Tiere bis zu über 1000 Kilometer von ihrem Zuhause wegtransportiert und von ihrem Nachwuchs oder ihrem Partner getrennt. Das Tier steht unter großem Stress und versucht verzweifelt, so schnell wie möglich heimzufinden. Jährlich sterben Hunderttausende Tauben an Flüssigkeitsmangel, Hunger, Erschöpfung oder Verletzungen. Tiere, die keine Spitzenleistungen mehr erbringen können, werden von ihren Haltern getötet oder ausgesetzt. Die Brieftauben im Ruhestand mischen sich unter die Stadttauben und verpaaren sich mit ihnen. Das führt zu einer größeren Stadttaubenpopulation. Siebtens, die Lösung dieser Probleme sind betreute Taubenhäuser nach dem Augsburger Modell. In Taubenhäusern erhalten die Tauben artgerechtes Futter. Sie verwenden die Nistplätze im Taubenhaus und nisten daher nicht an unerwünschten Stellen. Die Eier werden durch Gipseier ausgetauscht. So wird die Fortpflanzung eingedämmt, ohne dass die Stadttauben Hunger leiden müssen. Damit ihr euch nicht von Unmengen an Informationen erschlagen fühlt, gehe ich heute nicht näher auf die Verhaltensweisen der Stadttauben ein. Ihr könnt aber gerne über den Link in der Beschreibung mehr erfahren. Danke für euer Engagement für die Tiere und bis nächste Woche. Baba!